Hey ho Leute, hier ist wieder Midnight. Wir zocken wieder Mass Effect 2. So, ja, genau, so war das. Und wir wollten uns mal ein bisschen umziehen hier. Ich habe mir überlegt, ich mache das hier mit Helm. Und zwar komplett zu, damit die mich nicht erkennen. Das ist hier wie beim Sword. Material. Oh, es glänzt und funkelt und nervt mich total. Zweite oder das? Ich nehme das dritte. Die Farbe mache ich mal so schick weiß. Farbe 2 mache ich entsprechend den Armen. Blaue Lichter. Ach, Schütze, mach mal Schütze, mach mal schwarz. Gibt's noch dunkler? Lass mal so, okay. Wunderbar. Muster, ich will auf jeden Fall Flecktarn haben hier. Psst. Jo, ich will auf jeden Fall Flecktarn. Musterfarbe. You fat blue, ey. I'm blue, da die. Nee, ich fange jetzt nicht an zu singen. Blau? Mach mal schlicht. So, wunderbar. Anwenden. Genau so. So soll es aussehen. Hoppdiwupp. Informelles Aussehen. Ich bin für das komische Gleitchen jetzt hier. So. Okay. Gehen wir weiter. Wir wollen zum Unbekannten. Hallo, lieber Unbekannter. Wo ist er denn? Okay, das sieht gut aus. Ich schweige. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Was genau wissen Sie und ich denn? Dass unser Platz im Universum weniger sicher ist, als wir glauben möchten. Dass ein Mann, ein ganz besonderer Mann, womöglich alles ist, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz steht. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während Sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Nichts, was Sie sagen, wird mich davon überzeugen, Ihnen zu trauen. Dafür braucht es mehr als nur Worte. Ich wäre enttäuscht, wenn ich Sie so leicht überreden könnte. Machen Sie sich selbst ein Bild. Es steht ein Shuttle bereit, um Sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden Sie briefen. Was werde ich Ihrer Ansicht nach dort finden? Wenn ich das wüsste, müsste ich Sie nicht hinschicken. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Stufenaufstieg, Stufe 2, kaum zu fassen, Erfolgsupdate, bla bla bla, und es kommt immer mehr. Schalten Sie, bla, und 4 und 15 Gelehrte, irgendwas, 1000 Erfahrungen, jawohl, und Tagebuch aktualisiert, die Kolonie untersuchen.
Wie viel 20.000 Dinger kommen da noch? Oh, da kommt noch mehr. Verschwinden, die Kolonie untersuchen. Ein Schiff wartet im Hangar auf sie, um sie nach Freedoms... Bla, noch mehr Freedoms Progress. Oh, sag mal, was ist denn das für ein Scheiß, ey? Das ist mir viel zu viel Gelese hier. Das sind alles Informationen. Das interessiert mich nicht. Das erfahren wir so oder so mit der Zeit. Tagebuch wäre vielleicht mal ganz interessant. Prolog, das Erwachen, bla bla. Freedoms Progress. Alles als gelesen markieren. Wunderschön. Ach, Mensch. So. Codex, Karte, Gruppe. Okay. Und ich habe mich gerade so, während dieser Videosequenz habe ich mich entschieden, und es kommt immer mehr. Während dieser kleinen Zwischensequenz habe ich mich entschieden, dann hier meinen tollen meinen tollen Anzug hier dann farblich doch noch ein wenig zu verändern, und zwar mag ich es doch lieber so schwarz haben. Und mal gucken, Musterfarbe. So sieht es ganz brauchbar aus. Es ist halt schon eher meins. Wunderschön. Miranda! Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Okay. Ich will zum Hangar. Ich will weg hier. Jawohl! Zu Stufenaufstieg. 1000 Punkte erhalten. Missionszusammenfassung. Lassen wir jetzt das sein. M100, Granatwerfer. Neue schwere Waffe. Okay, Credits. Haben wir 7500 jetzt gekriegt. Bericht schließen. Jawohl. Und somit haben wir sozusagen unsere erste Mission erfüllt. So wie es aussieht, landen wir jetzt auf diesem Planeten, wo wir hin sollten. Und... Jo, es kommt jetzt auch schon direkt an. Wir müssen in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Halten Sie die Augen offen. Wir suchen nach allem, das uns einen Hinweis darauf gibt, wer dafür verantwortlich ist. Verstanden, Commander. Mit Glück finden wir etwas, das bei den anderen Kolonien übersehen wurde. Dann finden wir raus, wer dahinter steckt, und nehmen Rache. Um Rache geht's ja nicht, verdammte Scheiße, Alter! Mann. Und hier schneit's, verdammt, ich hab genug von Winter. Ich will kein Schnee mehr. Ah, die Karre muss bei Gelegenheit auch noch tiefer legen lassen, nur. Cerberus hat zusätzliche Waffen zur Verfügung gestellt. Das ist aber toll. Ja, dann schauen wir doch erstmal, was wir denn alles so schönes, hübsches haben. Autopistole M4 Shuriken, feuert Salven mit 3 Schüssen ab, sehr effektiv gegen Schilde und biotische Barrieren, schwach gegen Panzerung. Schwere Pistole M3 Betrayer, verlässliche und präzise Schusswaffe, effektiv gegen Panzerung, aber schwach gegen Schilde und biotisch. Ich nehme die. Ach, die habe ich sogar gerade schon. Wunderbar, und an dieser Stelle speichere ich erstmal die ganze Geschichte, und zwar hier, glaube ich, oder war es da? Ne, war hier, okay. Spiel speichern. Jo, möchte ich überschreiben. Und ich schaue mich mal gespielt um. Okay. Es sieht aus, als ob wir direkt mal hier reingehen. Ist ganz schön dunkel. Wow! Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Spiel. Verstanden. Bin gleich da.
Bin gleich da. Alles klar. Natürlich. Ja komm, geh. Weißt du, wie das ist? Der Schwarze stirbt immer zuerst. Oh. Ja, das sieht doch aus, als ob es hier ein schönes Schlachtfeld wäre. Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Ja, ich merke das schon. Ist mir alles viel zu ruhig hier. Komm, geh mal vor jetzt hier. Positioniere mich! Gehe in Deckung! Jawohl, mach das mal, genau. Komm mal hier, Ersatzteile bergen. Oh, 1000 Credits. Where? Meine Fresse. Gibt's hier nicht noch mehr? Gibt's hier nicht noch irgendwas abzustauben? Wir schauen nochmal fix hier rum, ob es irgendwas abzustauben gibt, aber so wie es aussieht. So, genau. Wir haben hier so einen Pfeil, der zeigt uns an, wo wir hin müssen. Und dann gehen wir auch mal direkt dahin jetzt. Ich hoffe, dass jetzt keine allzu lange Videosequenz oder sowas kommt. Achtung! Wow! Haben Sie das gehört? Klingt nach Fenris Max. Seltsam. Bei den anderen Kolonien waren die Sicherheitssysteme deaktiviert. Okay, hier scheint es gleich direkt in den Kampf reinzugehen. Da hinten sehe ich schon zwei von den Freunden. Ihr Wichser, ey. Los! Vorstoß! Gehe Richtung Deckung! Ach so! Welche Truppen haben angegriffen? Jetzt kommt's! Entschuldigung. Mech-Aktivität! Hahaha. Ah, da oben sind auch noch welche, ja. So, pass auf, jetzt geht's gleich los hier, ey. Optidibobtri. Du erledigst den. Ich mach den da hinten fertig. So, auf geht's! Da haben wir auch noch was hier. Feindliche Truppen haben angegriffen. Okay, den habt ihr schon gerade erledigt. Das finde ich schön. Dann nehme ich mir den hier vor. Oh, da kommt er noch. Wie wär's, wenn er den mal platt macht hier? Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Kritischer Systemschaden. Feindliche Truppen haben angegriffen. Diese Wechsel dürfen nicht aggressiv sein. Sie hätten uns als Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, dass wir hier nicht alleine sind. Was ist Scheiße hier? Ja, zum Glück bin ich ja so ein Super-Commander, weißt du? Ein paar Mummel noch einsammeln. Hier, geht mir davor. Verstanden! Nehme Deckung! Ist nix, oder was? Rein da! Nehme Deckung! Verstanden! Ich möchte nicht als Erstes sterben. Da hinten habe ich was gesehen, ja. Wandsafe. Und ein Medikit. Medizinkit. Medikit wäre zu einfach gewesen. Medigel. Wandsafe, den knacken wir jetzt noch geschwind. Oh. Oh ja, die komische Presse, die Kugel, eine Antenne, Antenne, Antenne. So. Sicherung, Sicherung. Jawohl. Umgekehrte Antenne, jawohl. Die Presse war da. Und da haben wir die Kugel und schon haben wir das geschafft. Wir haben hier 2000 abkassiert. Jawohl. Und somit verabschiede ich mich aus dem Geschehen. Mit Blick so. Ja, schick euch Suche mir jetzt. Wow. So, für euch zockt der Midnight. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.